Hä? Da ist eine Aufgabe. Jede Menge Koboldsteine. Nox sorgt sich um verschollene Koboldsteine. Halt, warte. Ah, okay, so. Ja, ich weiß, wir könnten jetzt nach Hogsmeade gehen, oder? Wir gehen einfach ein Stück weit. Oder halt machen die Aufgabe erst. Okay. Es hat's voll rausgerissen, Alter. Ich bin im Prinzip am selben Ort nur 5 Meter weiter aufgetaucht. Wenn mir nur jemand Neues aus meiner misslichen Lage helfen würde. Ja, 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 Zell. Geht's dir gut? Weißt du nicht, wer ich bin? Zenobia Nook. Das Mädchen, das alle in der Schule grundlos hassen. Tut mir leid, dass die anderen nicht netter waren. Das ist nett. Es gibt hier wohl doch ein paar freundliche Menschen. Ich wollte Freunde finden, also habe ich meine Sammlung in den Gemeinschaftsraum gebracht. Meine Koboldsteinsammlung. Ich hatte gehofft, jemand würde mit mir spielen. Kennst du Koboldsteine? Kleine Kugeln, wie Murmeln. Ein tolles Spiel. Wenn du verlierst, bespritzen sie dich mit stinkender Flüssigkeit. Koboldsteine? Das klingt nach Spaß. Das wollte ich den anderen auch erklären. Menschen können so grausam sein. Nur weil sie mit stinkender Koboldsteinspucke bespritzt werden. Dabei haben sie doch verloren. Imelda ist eine der schlimmsten. Aber Everett und Astoria sind auch schrecklich. Und jetzt haben diese schlechten Verlierer meine Koboldsteine an hohen Orten überall in der Schule versteckt. Hätte ich auch gemacht. Ziemlich überreagiert. Allerdings. Und jetzt weiß ich nicht, wie ich sie allein zurückholen soll. Zauberei? Ich glaube, ich kenne die nötigen Zaubersprüche noch nicht. Aber jemand Talentiertes aus der 5. Klasse könnte mir sicher helfen. Hast du einen Vorschlag, wie man deine Koboldsteine aus ihren Verstecken holen kann? Dann könnte ich sie ja gleich selbst holen. Wer meine Koboldsteine versteckt hat, kam ja auch da hoch. Mal sehen, was ich tun kann. Das wäre wirklich toll. Komm bitte wieder zu mir, wenn du alle meine Koboldsteine gefunden hast. Bald kann ich wieder ganz allein Schlangengruben und Boccia-Koboldstein spielen. Okay. Jede Menge Koboldsteine. 6 Stück. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Revelio. Akio. Das ist einer von Zenobias Koboldsteinen. Ich verstehe nicht, was der Aufruhr soll. Die bespucken einen mit stinkender Koboldflüssigkeit, Alter. Das ist das Problem, Mann. Warte mal, hier ist auch einer. Revelio. Da oben. Akio. Zack. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Ja, ich bin ja dabei, Mann, Junge. Bleib mal locker. Oh. Ach hier. Ist das ein Turm für Ravenclaw? Alter, wie ätzend ist denn das, da immer hochzuklettern? Oh ne, was ist das? Oh ja, der Astronomieturm. Was ist das?
Akir! Levioso! Reparo! Revelio! Oh, der glänzt gar nicht, das Ding leuchtet bloß. Modiva Onaya, als stellvertretende Schulleiterin ist es mir eine Ehre, Ihnen unter der Leitung von Professor Black die Stelle als Professorin für Wahrsagen an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei anzubieten. Wir sind begeistert von der Aussicht, die Sie in unserem angesehenen Lehrerkollegium zu haben. Bitte informieren Sie uns so bald wie möglich über Ihre Pläne. Ich erwarte mit Spannung Ihre Antwort. Mit freundlichen Grüßen, Professor Matilda Weasley. Ah, das ist die... Hä? Da hinten. Das ist die Mutter vor dem einen. Revelio. Die Hand? Handlesemodell. Dieses Standmodell einer Hand soll Schülern bei der Praxis des Handlesens helfen. Je nach Winkel, in dem die Hand gelesen wird, hat sie entweder eine beträchtliche Lebenslinie oder wird in voraussichtlich 14 Tagen sterben. Okay. Stimmt, ja, da müssen die hochklettern. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Alter Junge, lass mich doch erstmal machen. Hast du gesehen, was hier alles für ein Scheiß rum... Hast du gesehen, wie viel Zeug hier überall gibt, Mann? Und wieder hoch. Hätte ich nicht oben rumlaufen können? Was ist das für ein Käse? Eigentlich bin ich gar kein Freund von solchen Nebenaufgaben, ne, aber... Ich weiß nicht. Hier habe ich jetzt schon wirklich Bock, das... Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Es schaut halt geil aus, diese verschiedenen Dinger und alles. Jetzt habe ich schon gedacht, ich laufe gleich in den Abgrund runter. Warte. Revelio. Da ist eins. So, wie schaut's denn aus? 3 und 9 sind 12. Da fehlen noch 7. 1, 2, 3, 4, 6, 7. Tentakelboy. Wir brauchen einmal den Tentakelboy für den Strich nach unten. Ne, das ist nach oben. Da. Also falls es Tentakeln sind. Dann haben wir einmal 23, das heißt 15 ist 17. Sind dann 6. Das ist dann die Echse. Exius Aufus. Totems, braune Lederhandschuhe. Oh mein Gott, nicht die braunen Lederhandschuhe, die wollte ich schon immer haben. Die sind viel besser als meine schwarzen Lederhandschuhe. Revelio. Ah. Turm der großen Treppe. Alter, wo haben denn die alle versteckt? Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias... Ja, warte halt mal! Lass mich doch erstmal hier alles anschauen! Alter, das ist ein Troll. Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont. Schatulle des Feuerkelchs. Der Feuerkelch ruht in dieser uralten, mit Juwelen verzierten Truhe. Er fungiert seit der Gründung des Trimagischen Turniers im späten 13. Jahrhundert als Mittel zur Auswahl der Champions für das Turnier. Wir sind schon auf Stufe 8. Revelio. Okay, ein bisschen fixen, nämlich mal. Wir haben so gut wie nichts gemacht, eigentlich. Trophäenraum. In diesem Raum befinden sich der Hauptpokal, Quidditch-Trophäen, Hauspokal, Quidditch-Trophäen, Duell-Trophäen und andere Aufzeichnungen, die von der Schule vergeben werden. Man findet hier oft Schüler, die etwas angestellt haben und das Silber polieren müssen, um an den Wert harter Arbeit zu erinnert zu werden. Was ist das da? Hogwarts Preis für Kräuterkunde. In Anerkennung beispielhafter Fähigkeiten auf dem Gebiet der Kräuterkunde verleiht Hogwarts diese besondere Auszeichnung an Mirabelle Garlic, Hufflepuff im 7. Jahr. Von rauen Übermittelzweigen und Bubotublern bis hin zu springenden Knollen, ihre Arbeit mit der Pflanzenwelt hat alle Erwartungen übertroffen.
Und ich nehme jetzt diese Plakette einfach und kassiere die einfach, oder was? Ja? Achso, ja. Warte, es ist immer noch was hier. Da draußen. Ich sollte leichtes nachsehen, Nachtgewand. Ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Eine Zentaurerrüstung. Hä? Hier? Oh! Der letzte von Zenobias Koboldsteinen. Ich sollte zu ihr gehen. Ja, aber da porte ich mich. Aber scheiße, Mann, Alter. Ey, wir waren jetzt schon so viele Orten und trotzdem ist das noch so ein Riesending. Das ist halt einfach nur geil. Ich meine, jetzt bin ich verdammt nochmal 36 und hab da voll Bock drauf. Ich möchte gerne wissen, wie einer der Bruder mit... Wieder mal auf Abenteuertour? Hä? Achso. Warte mal, ist da eine Truhe? Revelio. Stimmt, konnte ich ja nicht aufmachen. Der, wo halt da wirklich komplett die Kindheit damit verbracht hat oder sonst irgendwas. Ich hoffe, du hattest mehr Glück als ich bei der Suche nach meinen... Hallo, Zenobia. Ich habe deine Koboldsteine. Wirklich? Das hatte ich nicht erwartet. Wie hast du das geschafft? Gesunder Menschenverstand und etwas Magie. Und? Gibst du mir meine Koboldsteine? Ich glaube, ich behalte sie. Ja, natürlich. Natürlich. Es sind ja schließlich deine. Oh, wie toll. Ich werde alle meine zukünftigen Siege dir widmen. Da fällt mir ein, ob wohl irgendjemand im Gemeinschaftsraum Lust auf ein Spiel hat, jetzt wo ich meine Steine wieder habe? Es war ganz schön anstrengend, sie wiederzuholen. Jetzt spielen sie bestimmt mit. Gute Idee. Ja, nicht wahr? Oh, wir werden so viel Spaß miteinander haben, wenn all die Verlierer besprüht werden. Und ich nicht. Also gut, los geht's. Wünsch mir Glück. Jede Menge Koboldsteine. Achso, wir können eigentlich gleich das so vorlaufen. Oh. Da rein? Ich habe keine Ahnung, wo ich hinlaufe. Revelio. Hä? Akir. Revelio. Hä? Achso, der will mich stoppen. Niemand stoppt mich. Revelio. Fuck, Alter, wo bin ich jetzt schon wieder? Starre des schlafenden Drachen. Das Motto von Hogwarts, Draco Dormines nun quam Titalandus, bedeutet, kitzel niemals einen schlafenden Drachen. Zum Glück ist der schlafende Drache aus Stein und wird nie erwachen. Er kann gefahrlos gekitzelt werden. Oh. Kein Drache aufwecken. Akir, Leviosa, Lumos, Reparo. Ich will da rein, warum darf ich da nicht hin? Dann halt nicht. Komm ich daher? Ja. Athletischer Hausumhang. Oh, shit, Mann. Wo zur Hölle bin ich? Das geht ja immer tiefer. Hallo.
Revelio. Ja, ja, das sind die Truhen mit Augen. Vor denen habe ich irgendwo mal gelesen. Die dürfen dich nicht sehen, wenn du die aufmachst. Oh, warte. Warte, ich war beim Eingang nie. Naja, dann lassen wir uns den Weg leiten. Da wieder runter. Das sah jetzt auch gar nicht so weit aus. Hallo, suchst du nach mir? Nein. Ist gelogen. Hoffentlich wartest du noch nicht lange. Überhaupt nicht. Professor Weasley sagte, dass du nach Hogsmeade sollst. Du freust dich sicher, wieder eigene Sachen zu haben. Und das Dorf zu sehen. Ich freue mich schon darauf. Gut. Sollen wir dann? Ich habe vor, dir ein erstklassiges Hogsmeade-Erlebnis zu bieten. Sehr schön. Let's go. Mal gescheit hin. Alter, was ist das? Ein riesiger Wal? Revelio. Ich bin froh, dass Professor Weasley mich mitgeschickt hat. Wirklich? Ja. Ich wollte dich ohnehin schon einladen. Ich dachte, du würdest vielleicht gerne ein Butterbier trinken gehen. Professor Weasleys Eule kam da genau richtig. Ja, machen wir erstmal weiter. Ich kann dir gar nicht sagen, wie gut es sich anfühlt, nach Alterun an der frischen Luft zu sein. Es war ein Fehler, dieses Wahlfach zu nehmen, das kannst du mir glauben. Ich glaube dir. Obwohl man es nicht wirklich ein Wahlfach nennen kann, wenn die eigene Mutter es für einen ausgewählt hat. Akio. Oh, ich kann gar nicht treffen. Zu dieser Zeit ist Hogsmeade wunderschön. Alle werden dir raten, an Weihnachten zu gehen. Aber das ist eine der wenigen Zeiten, an denen ich lieber drin bin. Die Kälte ist nichts für dich, was? Oh, die Kälte macht mir nichts aus. Aber ich musste mich erst daran gewöhnen. Ich bin nicht mit Schnee aufgewachsen. Oh, warte, da drüben. Ich sehe oft Floren in dieser Gegend. Aha. Was ist so besonders an ihnen? Sie sehen interessant aus. Und gedünstet können sie auch in Tränken verwendet werden. Ist es euer Ernst, dass ihr neben einer Bank zum Ausruhen diese Blumen pflanzt? Seid ihr denn wahnsinnig? Ich würde wahrscheinlich schnell ausflippen und die einfach rausreißen. Alter, hier gibt's noch... Ey, wir haben halt im verdammten Schloss noch so viel zu sehen und zu machen, ey. Sieh mal! Hippogreife! Aus dem verbotenen Wald! Etwas muss sie aufgeschreckt haben. Ich habe gehört, dass hier Hippogreife gesichtet wurden. Schon gesehen? Auf jeden Fall. Dort links ist der verbotene Wald. Er ist für Schüler verboten, wie der Name schon sagt. Warum ist er verboten? Die Professoren sagen, er ist zu gefährlich. Ich finde, ihn verboten zu nennen, macht ihn nur verlockender. Ah, hinter dem Kamm ist Hogsmeade. Hinter der Ruine. Jetzt interessiert mich die Ruine mehr wie Hogsmeade. Also wenn ich in die Ruine gehe, würde ich ständig herumwandern. Eigentlich war ich überrascht, als Professor Weasley meinte, du würdest dich auskennen. Schließlich bist du auch neu hier.
Das hat sie gesagt? Sie weiß mehr über mich, als ich dachte. Natürlich lerne ich eine Menge im Unterricht. Lumos! Aber es gibt auch... Reparo! Akio! Cool. Revelio! Akio! Medioso! Komme ich da so nicht drüber? Hä, ich kann das wohl zerstören oder so? Repar. Akio. Levioso. Akio. Okay. Das ist ein sehr hartes Fass. Trifecta Schulmann. Ja, bleib mal locker. Die steht da 5 Meter weiter, die sieht mich sogar noch. Halt. Sonnenschutzbrille. Ja, ja, ich nehme aus irgendeinem Sack eine Brille raus. Wahrscheinlich kriege ich noch irgendwie Augenkrebs oder so. Wer weiß, wie lange die da schon liegt. Aber das war doch eigentlich nicht normal, dass die Leute einfach nach Hogsmeade dürfen, oder? Hast du dich schon eingewöhnt? Ich weiß noch, dass die ersten Wochen nach meiner Ankunft recht seltsam waren. Passt schon. Alles war so neu und fremd. Gewöhne mich langsam ein. Was ist mit dir? Hast du dich schon eingelebt? Ich vermisse meine Heimat, aber hier ist es auch schön. Und das Land zu erkunden hat mir sehr geholfen, mich anzupassen. Jetzt ist Hogwarts so etwas wie ein Zuhause geworden. Revelio. Wird es das auch für dich? Was sind da? Bärenangriffe? Mr. Moon! Er ist der Hausmeister von Hogwarts. Sieht etwas mitgenommen aus. Sieht ein bisschen besoffen aus. Kennen Sie unseren Neuzugang schon? Freut mich. Sie sollten umkehren, Miss Onei. Umkehren. Revelio. Weg. Repar. Ist alles in Ordnung, Sir? Er sah mich an, mit Augen groß wie Untertassen. Wer, Mr. Moon? Ein Demi. Geist. Hässlich, haarig, furchterregend. Ich bin dann im Schloss, wo es sicher ist. Viel Glück Ihnen beiden. Wo ist der da oben? Armer Mr. Moon. Ein Demigeist? Ich glaube, er hatte zu viel Spaß im Dorf. Ich habe ihn noch nie in einem solchen Zustand gesehen. Akio. Mondstein, Flieg und Sieg. Verdammt, Sailor Moon ist auch... Wir sind fast da. Es gibt außerhalb der Schlossmauern so viel zu sehen, nicht nur Hogsmeade. Wenn du Zeit und Lust hast, könnten wir öfter auf Erkundungstour gehen. Bei all den Gerüchten über Kobolde und so wäre es schön, jemanden an meiner Seite zu haben. Gut zu wissen, Nati. Danke. Und da wären wir. Und... Wo sollen wir anfangen? Das ist doch Ollivander, oder? Für Butterbier muss man in die drei Besen. Und im Honigtopf bekommst du alle Süßigkeiten, die du dir vorstellen kannst. Ich habe hier keinen Lieblingsladen. Das ändert sich bei jedem Besuch. Auf jeden Fall kannst du alles, was du brauchst, in Hogsmeade finden. Cool. Professor Weasley meinte, du brauchst Folgendes. Trankrezepte, Zauberanweisungen, Samen und... Ein Zauberstab. Natürlich, du wirst Mr. Ollivander mögen. Und ich bin schon gespannt, was du mit einem eigenen Zauberstab anstellst. Du solltest alles einsammeln können, was du brauchst und noch Zeit haben, um dich etwas umzuschauen. Nimm dir ruhig Zeit, um Hogsmeade zu erkunden. Wir treffen uns auf dem Dorfplatz, wenn du fertig bist. Nein. Viel Spaß. Sehe ich gar nicht. Wir sehen uns später. Dorf Hogsmeade steckt voller interessanter Interessenpunkte, Läden und andere interessante Dinge, die du mit Hilfe deiner Karte im Handbuch entdecken kannst. Ich kann die Karte so nicht öffnen. Säcke. Warte mal. Wo ist M? Da ist M. Da steht mein Mikro davor. Ich brauche jetzt keinen Wegpunkt, ich will selber erstmal schauen. Rebellion. Erstmal räumen wir hier wieder alles aus. Oh,
Das ist so das Einzige, was mich gerade ein bisschen nervt. Oder, ja, es gibt ein paar Sachen, die mich ein bisschen nerven, aber... Ihr wisst, was ich meine, ey, dass du da so Kleinigkeiten hast, die du da nicht machen kannst. Wie irgendwo drüber springen, Mann. Ich meine, vielleicht kommt es ja noch, ich meine, wer weiß. Lumos. Unfassbar, dass manche Leute schon. Warte, hier? Oh, ging schnell. Komm mit. Das war jetzt Zufall. Er hat irgendwelche komischen Zuckungen in der Kerl. Rebellion. Oh, ich dachte, ich kann das wieder. Alter, jetzt dachte ich schon, hä, was ist das mit der Katze los? Rebellion. Halt. Hennigs von Woodcroft. Die Statue zeigt Hufflepuffs Hennigs von Woodcroft, angeblich der Gründer des Dorfes Hogsmeade, nachdem er von einem Muggelgob aus seinem Haus vertrieben wurde. Honeydukes. Holy shit. Ups. Zwischen den Wispies. Bei den köstlichen Süßigkeiten handelt es sich um kleine Brausekugeln, die einen nach dem Verzehr einige Zentimeter über dem Boden schweben lassen. Gerüchten zufolge enthalten sie Billywig-Stacheln. Ich weiß nicht mehr, was Billywig ist, Mann. Du kannst doch nicht einfach was essen? Wir sind im verdammten Geschäft, Mann. Und das Geld darf ich auch einfach nehmen? Explodierende Bonbons. Die Süßigkeiten explodieren beim Verzehr. Auch wenn sie eher keine schwere Verletzungen verursachen, sollte man sie dennoch vorsichtig kauen. So Sachen haben noch nie Sinn gemacht. Pepper-Imps. Was zur Hölle? Okay. Rebellion. So geht auf beiden Seiten einfach. Warte mal, was ist das eigentlich? Ist auch bloß eine verschlossene Tür. Ah, ist auch verschlossen.